Stefan Raab. Ehefrau Kinder. Das ist über sein Privatleben bekannt. Auch Jahre nach seinem Karriereaus ist Stefan Raab noch eine echte Legende der Unterhaltungsbranche. Doch was ist eigentlich über seine Ehefrau Naiki und seine Kinder bekannt? Stefan Raab, seit Jahren glücklich mit Ehefrau Naiki. Stefan Raab galt jahrelang als echtes Allround-Talent, denn nahezu jedes Projekt des einstigen TV-Totalstars wurde zu einem vollen Erfolg. 2015 verabschiedete sich der Entertainer aus dem TV und zeigte sich seither nicht mehr in der Öffentlichkeit. Der Fernsehwelt blieb er aber trotzdem erhalten, für verschiedene Shows, beispielsweise für das RTL-Turmspringen. Die TV-Total-Wok-WM oder Blamieren oder Kassieren, war er weiterhin als Produzent tätig. Statt nur noch für seinen Heimatsender ProSieben ist er heute aber auch für RTL tätig. Doch auch privat läuft es für Stefan Raab bestens. Seit 23 Jahren ist der Moderator nämlich glücklich mit einer Frau. Seine Ehefrau Naiki Raab soll er im Jahr 1997 durch die Arbeit kennen. Und lieben gelernt haben, gemeinsame Auftritte des Paares gab es aber in all den Jahren nicht. Stefan Raab soll extrem viel Wert auf den Schutz seines Privatlebens legen, auch in den etlichen Fernsehsendungen verlor er nie ein Wort über Ehefrau Naiki. Gegen jegliche mediale Berichterstattung, bei der es um Details zu seiner Frau oder seinen Kindern ging, soll Raab in den letzten Jahren juristisch vorgegangen sein. Stefan Raab und seine Frau haben zwei Kinder. Zu Naiki Raabs beruflichem Werdegang gibt es entsprechend ebenfalls kaum offizielle Informationen. Laut InTouch soll Raabs Frau ebenfalls bei Brainpool TV angestellt sein. Dafür ist aber bekannt, dass der ehemalige TV-Totalstar und seine Frau 2004 und 2006 Eltern von zwei Töchtern geworden sind, wie damals unter anderem die Welt berichtete. Während ihre ältere Tochter angeblich auf den Namen Fiona hören soll, wurde der Name ihres jüngeren Kindes nie öffentlich bekannt. Gemeinsam lebt die Familie in Köln. Obwohl sich Stefan Raab 2015 in TV-Rente begeben hat, dürfte es ihm finanziell gesehen nicht schlecht gehen. Wenn es nach dem Portal www.vermögenmagazin.de geht. So wird sein aktuelles Vermögen, Stand Januar 2024, auf 120 Millionen Euro geschätzt. Bestätigt ist diese Information über den einstigen ProSieben-Moderator aber natürlich nicht. Ende März 2024 meldete sich Stefan Raab erstmals nach Jahren wieder in der Öffentlichkeit zurück. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte er ein Video, in dem er mit seinem einstigen Kollegen Elton über ein Comeback sinnierte. Am 1. April wurde dann bekannt, dass er am 14. September ein drittes Mal mit Box-Champion Regina Halmich in den Boxring steigen wird.